Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Black Mesa. Hier ist einiges schief gegangen. Laserstrahlen, Explosion, Feuer, viele Laserstrahlen. Er ist tot. Wow, ihn hat es auch richtig zerlegt, wa? Da ist noch ein Torso übrig. Na, gar nicht so geil. Hier ein rotes Buch, können wir das mitnehmen, ja. Ah, der Kollege hier fackelt gerade ab. Hier ist ja richtig was los. Wow, Woody. Hallo. Hallo, du Krabbler. Dummes Krabbelviech. So. Kann ich den. Ah. Das ist alles nicht so meins. Was ist denn da? Er brennt. Mir ist auch gar nicht so gut, glaube ich. Hier. Wow. Okay. Ist das etwa. Kann ich das hochheben? Glitschig. Eingeweiht. Gut, ich meine, wer Windows ME benutzt oder 98, da kann. So einiges schief gehen. Oh. Ja, und das ist ja dumm gelaufen für die. Mal gucken, ob hier unten es denen gut geht. Hallo. Nee, ich glaube, viel ist da nicht mehr übrig geblieben. Ja, ärgerlich. Schade drum, waren bestimmt kluge Köpfe. Aber warum? Dass man dann sowas überlebt? Ja, ja. Der Kollege hier schießt auf uns. Hallo. Gordon. Gordon. Man, am I glad to see you. What the hell are these things, man? And why are they wearing science team uniforms? Keine Ahnung. Let's get this over with. Woody. That's what you tell Whoa! Also drin sind offenbar einige Viecher. Ich dachte, ich kann hier einfach mal reinhüpfen. Und gucken, ob es hier was Schönes gibt, vielleicht live oder so, aber stattdessen ist genau das Gegenteil passiert. Ich habe Leben verloren, das ist ja ärgerlich. Oh, hüpfen wir hier lieber wieder raus. Was ist hier noch so los? Sehr schön. Hat er die auseinandergenommen. Ich bin begeistert. Was ist das hier? Fackeln. Jesus. This place is in bad shape. Oh. Krass. So was geht. Oh, oh, oh. Zerfällt hier alles. Gibt es hier. Oh! Da
hat richtig gute Laune, der Kollege, war. Au, au, au. So, dann hüpfen wir hier mal rüber und dann hüpfen wir hier mal ganz schnell wieder raus. Kollegen hier machen mir hier viel zu viel Aktion. Kollege. Danke. Mal gucken, ob es hier irgendwo Bewaffnung oder sowas gibt. Okay, John. Grab what you gotta grab, but don't dawdle. Ist noch mehr von diesen komischen Fackeln? Ja, eigentlich gar nicht. Oh. Das ist doch der kackende Kollege. Here, let me get out of your way. Hier, magst du ihn ja auch mal? Geiler Typ. Ja, genug Fackeln eingesammelt. Der Sicherheitsmann kann mal ruhig hinterher rennen. Ist okay. Und dann gucken wir mal, was es hier gibt. Außer noch zwei von den Viechern. Drei von den Viechern. Nee. Und die Frage ist, ob er lange genug überlebt, um es nach Hause zu schaffen. Hier brennt es. Oh. Pff. Kannst du wieder haben, das Ding hier. So. Hier ist der Ausgang. Hier brennt noch ein Kollege. Aber ich weiß, dass es hier einen Geheimgang in einen Bereich gibt. Was es hier drin gibt? Keine Ahnung. Ich hoffe endlich mal was, damit wir uns selber verteidigen können. Ja, schön. Besonders effektives zum selber verteidigen, aber zumindest um sich so ein bisschen selber zu verteidigen. Oh, geht's hier weiter? Da habe ich aus den hier den Weg, wo es weitergeht, genommen. Das wäre nicht meine Absicht gewesen, aber offenbar ist es so. Ich wollte doch eigentlich noch coole Witze machen. So. Na gut, dann geht's hier halt weiter. Wir haben keine Bewaffnung. Was hat der Kollege, der so ein bisschen depressiv hat, das gefunden? Windows Blue Screen kommt da nicht drauf klar, kann ich verstehen. Kommt hier das Fenster durch? Ja, offenbar nicht. Tür kriege ich auch nicht auf. Also gehen wir weiter in Sektor B. Kollege ist tot, dem Polizisten haben wir seine Pistole weggenommen. Die braucht er ganz bestimmt nicht mehr. Hier einmal Lebensenergie aufladen. Eventuell geht es hier doch nicht weiter. Ist auch nirgendwo so ein coolen Geheimgang oder so. Wahrscheinlich war das einfach nur ein Weg hier, um eine Pistole zu kriegen. Ich muss ihn hier einbauen, genau. Schön. Repariert. Ladedaten. Die weitere Folge zu beenden. Ja.
komm, hier wird so ein bisschen verrückt durch die Gegend geschrien. Da gehen wir mal hier rein. Und dann beenden wir die Folge. Ganz schön. Wunderbar. Bis dann, mein Lieben. Genießt die Zeit. Ich hoffe, die ist jetzt nicht zu kurz geworden. Alles Liebe, alles Fein, meine Lieben. Bis dann. Bye, bye und auf Wiedersehen.